Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Teil von Remains. Remains bedeutet ja unter anderem auch Überreste und das ist das, was hier von der Raumstation, von dem Schiff übrig geblieben ist und den anderen Objekten, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir befinden uns hier im Orbit eines Planeten in einem Schrottgürtel, so könnte man es sagen, und unsere Plattform bewegt sich hier mit 0,1 Meter pro Sekunde vorwärts. Das heißt, wir haben also hier eine klitzekleine Rotation. Irgendwie? Irgendwo. Ja, und ich muss mal ganz kurz schauen, wo es ist. Es ist nicht mehr da. Ich muss mich mal ganz kurz drehen. Vielleicht sehen wir es noch. Nein, ist es nicht mehr. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Also, ich habe... es gibt hier hallo? Es gibt hier ein Achievement, was man, einen Erfolg, den man haben kann, und das bedeutet, dass man mal richtig Gas gibt. Das habe ich gemacht, allerdings nicht in die Richtung und auch nicht da entlang, sondern da raus, dachte ich mir. Das ist eine gute Idee, da ist nichts im Weg. Da können wir nicht anecken und ich denke, der Planet ist so groß, dass wir den wiederfinden und wieder zurückfliegen können. Das Problem an der Geschichte ist, ja, und meine Überreste sind leider nicht mehr zu sehen. Das Problem ist, und das werdet ihr gleich sehen, wir haben hier, sobald wir hier an den Rand kommen, Strahlung. Und die wird gleich auftauchen. Da seht ihr es schon, der grüne Balken. Und der zieht uns hier kontinuierlich das Leben ab. Und da wir das ja nicht wollen, bleibt mal zurück. Ja, ich bin mit Vollkaracho 250 Stundenkilometer bin ich da rausgejagt. Und noch bevor ich den Turn machen konnte, naja, war das Leben zu Ende. Da dachte ich mir, gut, mit dem nächsten Leben holst du dir dein Gepäck wieder. Tja, da lag der zweite Rucksack daneben und dann habe ich es einfach gelassen. Momentan ist er nicht mehr auf der Karte markiert, er hat auch so ein Symbol hier mit einem Totenkopf, aber ist momentan nicht zu sehen, wo das sein soll. Vielleicht ist es auf der anderen Seite, weil wir ja hier so eine gewisse Rotation haben, wie ihr das vielleicht hier seht. Ja, wie auch immer. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn er hier Richtung Planet fliegt und dann die Steinsbrocken in die Nähe kommt, haben wir auch radioaktive Strahlung. Also ihr seht, die Voraussetzungen sind absolut prickelnd und ja, absolut begeisternd. Ich nehme mal ein bisschen Sauerstoff und wir essen mal was, dann sieht das vielleicht gar nicht so schlecht aus. So, und übrigens, wenn euer Leben dementsprechend steigen soll, euer Lebensbalken, so wie jetzt gerade, 82%, 83%, dann müsst ihr gegessen und getrunken haben. Speziell gegessen, das ist ganz wichtig. Na, so ist mein Eindruck der Sache. Beim Sauerstoff, das hat wenig interessiert, aber die Nahrung musste passen und ja. Gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter, wo wir aufgehört haben letztens. Wir machen mal hier ein bisschen Schrott und beziehungsweise verschrotten das mal, um das auch mal zu zeigen. Es gibt also hier 6 Ressourcen. Es gibt Schrott, es gibt Kabel, es gibt Gummi, es gibt diese Platten, diese Metallplatten. Und damit wir das auch mal gezeigt haben, würde ich es halt hier gerne mal tun. Hier, die Platte ist gerade angeeckt an dem Vorkommen, an den Gesteinsvorkommen oder Erzvorkommen, wie auch immer. Und wir machen die vielleicht auch gleich noch, dann ist das auch erledigt. Was wir jetzt hier nicht aufnehmen können, wenn der hier jetzt irgendwas abbaut, ja, das lässt er dann einfach frei als eine kleine Kiste. Schwebt das dann hier rum und wir können das dann später einsammeln. Das müsste und sollte uns nicht verloren gehen. Ja. Momentan hat er alles aufgenommen. Da ist nichts zu sehen. So, da habt ihr das auch mal gesehen. Und ich würde sagen, wir bewegen uns mal in unser Häuschen hier. Ein bisschen abbremsen, nicht, dass wir dagegen knallen. Ich bin vor uns gegen so ein großes hier dagegen gedonnert. Da waren gleich mal 55% Leben weg. Also aufpassen, das ist nicht ohne. Und wie gesagt, mit String nehmt ihr eins rüber und mit Shift nehmt ihr halt alles rüber. Ja, das heißt, ich musste auch meine Pike neu machen. Das war ein bisschen ärgerlich, aber nicht zu ändern. Und ich werde mir auch jetzt mal eine neue machen, bevor die hier das Zeitliche segnet. Das heißt, die können wir dann später reparieren. Ich will aber nicht die Ressourcen unbedingt verlieren, deswegen machen wir das einfach mal so. Okay, ich tue das mal alles rüber. Wir haben heute ein bisschen was vor und wir wollen natürlich hier auch weiterkommen. Ich habe das letztens schon mal gezeigt. Ups, ich würde es gerne nochmal zeigen. Wir haben ja hier dieses System von unserem Schiff. Wir haben hier verschiedene Sachen, die wir bauen können. Ja, zum Beispiel Schiffsbeleuchtung, Antriebe. Kleinen Moment bitte.
Und natürlich haben wir auch die sogenannte Datenbank, unser Forschungsbereich. Ne? Wir können also hier verschiedene Sachen dann später selber herstellen. Dazu müssen wir sie aber erstmal erforschen. Und erforschen tun wir die einfach mit Ressourcen. Wie zum Beispiel hier elektrische Teile, dann können wir Kabel selber herstellen, Bolzen, Prozessoren. Und wir können hier noch Rezepte finden. Ich weiß nicht, ob das schon implementiert ist. Aber ich denke mal, in den Fragteilen, die hier rumschwirren, werden wir das dann irgendwann auch finden können. Nicht die kleinen, eher die großen, die wir begehen können. Wir haben ja auch schon gesehen, dass wir so eine Chipkarte für irgendwas brauchen, hätte ich gedacht. Ich weiß es gar nicht mehr, wo es war. Aber für irgendwas braucht man eine Chipkarte, die müssen wir auch hier finden. Ne? Dann haben wir natürlich hier mit Kabeln, können wir dann ein Verlegewerkzeug für die Verkabelung machen. Ne? Eine Kabelzange sozusagen. Dann einen Bohrer. Und eine Gabel oder wie auch immer, ist ganz einfach, das halten wir in der Hand und dann können wir aus der Entfernung uns die Sachen ranziehen. Ne? Das ist auf alle Fälle praktisch und wir müssen uns da nicht immer so nah an die Sachen ranbewegen. Ich finde das eine sehr nette Idee, werden wir alles machen und natürlich mit den entwickelten oder erforschten Bolzen hier oben können wir dann hier weitermachen und haben dann hier neue Rezepte, zum Beispiel den Energiegenerator, den Sauerstoffgenerator, den Repariertisch, den für die Sachen zum Reparieren, wie zum Beispiel die Pike, die ich gerade zurückgetan habe, ist einfach preiswerter. Ne? Und natürlich die Müllfalle. Was die genau macht? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Und wir haben natürlich, ach hier für die Mission, warum braucht man die Karte? Die brauchen wir dann und dann können wir das hier falsch freischalten. Und die ist in irgendeinem Frack hier zu finden. Und ich denke, das ist eine ganz spannende Geschichte. Was hier noch viel spannender ist, ist eigentlich, dass hier unter J immer die Missionen angegeben werden, was wir machen sollen. Und da würde ich einfach mal schauen. Tools, Repair, das haben wir auch gemacht. Repariere den Schiffscomputer. Benutze die Hacke Missionszugang. Also wir brauchen, um Zugang zum Schiffscomputer zu erlangen, müssen wir die Fracks durchsuchen und den Zugangsschlüssel finden. Ne? Ja, das kann so eine Sache sein. Das kann schnell gehen, das kann langsam gehen, je nachdem, wo wir uns wahrscheinlich im Orbit befinden. Da haben wir uns ja auch ein bisschen fortbewegen. Okay, wir sollen das Journal öffnen und den Anweisungen folgen, genau. Okay. Wir sollen den Orbit erkunden und auf weitere Anweisungen warten. Na, das ist doch nett. Was das hier genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das unser Fortschritt für gewisse Sachen ist, was wir bisher vielleicht gemacht haben. Okay, ich kann hier nochmal reinschauen. Die Axt soll mal... Okay, das Schiff soll mal mit der Pik-Axt reparieren. Die Pike haben wir hergestellt. Genau. War das richtig übersetzt? Ja, genau. Überprüfe dein Schiff oder was davon übrig ist. Und aufwachen. Ne? Also ich denke mal, so ist dann die Reihenfolge, dass wir hier unten jetzt sind. Und ja, hier soll man momentan erkunden. Okay, ich habe natürlich schon. Und wir können gerne mal, ich habe wohl jetzt alles wieder angeschaut, deswegen hat er uns gerade grün gegeben. Ich habe natürlich ein bisschen gesammelt, war ein bisschen unterwegs und wir haben auch ein paar Ressourcen. Das ist eine ganz feine Sache. Wir müssen es nicht unbedingt in unser Inventar nehmen. Wir können auch so bauen, das ist auch nicht schlecht. Allerdings funktioniert das nicht bei allen Sachen irgendwie. Aber am Ende des Tages kriegt man das schon irgendwie gebacken. So, ich habe natürlich jetzt hier... auch Nahrung dabei, ganz klar. Und ich könnte mal noch mal was rüber tun, dass wir hier da ein bisschen versorgt sind. So, wunderbare Sache. Können wir auch mal so ein paar Cookies vielleicht dann essen. Die haben nicht so viel Nährwert. Ja, passt. Gut, okay. Also hier unter E können wir jetzt diverse Sachen herstellen. Und ich würde sagen, wir erforschen mal das Erste. Ich kann es leider so nicht zu und deswegen muss ich hier einen Stapel mal rausnehmen. Dass wir hier jetzt was machen können. Na, und da können wir jetzt hier reintun. Haben wir schon mal erforscht. Was war es jetzt gerade? Ich glaube, die Elektronikteile. Jetzt können wir die Kabel, da brauchen wir schon 25 dafür. Und das sind immer 5er Schritte, ist auch okay. Bolzen können wir machen. Schöne Sache. Und dann machen wir auch gleich noch den Prozessor. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal in die Trickkiste hier greifen und nochmal was rausholen. So. Machen wir einfach mal, ist da kein Problem. So, dann können wir das nämlich schon abhaken. Und dann haben wir auch den Prozessor. Und dann
Ja, momentan keine neuen Rezepte. Dasselbe geht natürlich auch mit Kabeln. Na, dass wir das auch mal gezeigt haben, können wir hier zurücktun. So, wunderbar. Kabel haben wir nicht ganz so viel, aber ich hoffe, es reicht. Ja, da haben wir wirklich nicht so viel. Aber das ist, wie gesagt, dieses Verbindungskabel für die Elektrik. Ne? Und da kann man dann auch hier das machen. Dann haben wir das. Dann können wir mit 27 den Bohrer machen und wahrscheinlich mit 30 dann die Gravitationssachen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel haben wir noch? 14, das lohnt sich, glaube ich, gerade nicht. Und hier können wir dann mit die Bolzen, den Reparaturtisch und den Müllsammler, den Recycler als auch die Batterie, die Kabelverlängerung, die Orangerie ist für die Essensherstellung und den Schiffslokalisator, also Teile, die hier rumschweben, große, schwere Teile, das ist unser Lokalisator dafür. Den können wir dann verwenden, um die genau zu lokalisieren und anzusteuern. Dann haben wir einen 3D-Drucker, einen Dekortisch. Da können wir dann... Entschuldigung. Da können wir dann... Tische, Stühle, Vasen und all sowas herstellen. Na, das ist eine ganz feine Sache. Übrigens, wenn wir jetzt hier so stehen und mir würde irgendwas ins Kreuz fliegen, würde ich auch Schaden nehmen, wenn es schnell genug ist. So wie jetzt gerade. Okay, das hat noch gepasst. Wo ist es hingeflogen? Ja, keine Ahnung, welches es jetzt genau von denen war. Aber das flog mir gerade ins Kreuz. Ich habe nämlich den Schatten gesehen, deswegen dachte ich mir, ich erwähne es mal. Ja, und so sieht's aus. Und dann können wir hier den Roboter-Workshop können wir noch bauen. Und die SSD-Rolled Charging Station, das ist für den Roboter. Das ist im November implementiert worden. Wie gesagt, ich habe da nochmal ein bisschen zurückgeschaut. Da ist die Ladestation für den kleinen Roboter. Was der so genau macht, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass der einfach nur ein bisschen hin und her fährt und momentan noch keine Funktion hat. Vielleicht hält er die Wohnung sauber, ich habe keinen Plan. Eine Lampe können wir noch machen und dann ist es das erstmal. So, was ich natürlich auch machen würde, wäre mit dem Werkzeugtisch. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Remove Place Object, das wollen wir nicht. Wir können jetzt hier diverse Sachen weiterhin herstellen. Ne? Das ist also mehr geworden. Sehr gut. Und auch hier, jetzt können wir zum Beispiel Bolzen herstellen. Also da haben wir jede Menge davon. Und das ist wieder mal super genial. Ich nehme auf und ich habe es wieder im Hals. Egal. Prozessoren. Plastikteile, Aluminium und Elektronikschrott. Ne? Dann haben wir hier die Kiste. Ganz klar. Und den Rucksack. Da gibt es keine Verbesserung momentan. Das ist noch der normale. Und ich würde sagen, wir machen als erstes mal das hier, die Blueprint. Da brauchen wir nämlich, um das Schiff auszubauen. Und das müssen wir dann auch irgendwie immer an der Person haben. Wie es genau funktioniert, müssen wir mal schauen. Ich würde gerne mal hier rein das tun, jawohl. Das können wir mal hier runter machen. Und das machen wir mal so. Das Essen. Ja. Ja, dann machen wir das weg. Und wir nehmen noch einen Sauerstoff. Wunderbare Sache. So, wenn wir das nämlich jetzt hier drauf tun. Wir brauchen, wie gesagt, dafür Ressourcen im Inventar. Ihr seht es. Und dann können wir nämlich hier Platten bauen. Verlängerungen. Und ich denke, das ist eine ganz schicke Sache. Das werden wir jetzt auch mal tun. Ich tue mal hier ein bisschen Zeug rüber. Hallo? Geh mal hoch hier. So, noch ein Stück. So, gehen wir mal rein. Und dann nehme ich das alles mal hier rüber. So, was hat man jetzt gebraucht? Platten und Zeug. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wir haben, wie sich das hier baut. Wir haben momentan hier das viereckige Zeug. Ich weiß nicht, ob es runde Sachen gibt. Ich weiß aber auch, dass das hier vielleicht nicht unbedingt ganz vorne sein sollte, weil es eher so mehr die Reparatur ist. Vielleicht kommt noch irgendwie eine Steuereinheit. Deswegen würde ich mal eins nach vorne setzen. So, und da schauen wir uns das mal an. Eins nach vorne setzen. Ich weiß auch nicht, wie groß wir es machen. Ein bisschen wollen wir es aber auch gemütlich haben vielleicht. Deswegen machen wir vielleicht noch eins. So, dann würde ich hier zwei daneben setzen. Ja. So machen wir das. Und... Upsala. Gehen wir hoch hier. Und dann haben wir das. Ja, dann können wir noch ein bisschen nach hinten gehen. Wenn wir noch Ressourcen haben. Und da verließen sie ihn. Ja, wir haben ziemlich viel jetzt verbraucht für die Forschungssache. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich würde das mal hier zurück tun. Wir brauchen es momentan nicht.
Das Fleisch kann auch zurück. Und dann heißt es für uns, wir schauen mal. Ja, mich würde jetzt interessieren. Warte mal, das muss ich mal anders machen. Wo muss ich das denn finden? Hier finde ich das doch bestimmt, oder? Oh, wir haben eine neue Nachricht bei J. Was haben wir denn? Ist das dann immer die aktuelle oder muss ich runter? Ah, nein, 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 nein. Okay, finde die Überreste der anderen oder von anderen Crewmitgliedern. Zu verstehen, was passiert ist, brauchst du Zugang zu dem, zu dem Missionsschiffskomputer. Erkunde die Fracks und versuche den Zugangsschlüssel zu finden, den Key. So, ich baue dir selbst eine Unterkunft. Also deine Behausung wird dir Sicherheit geben, wenn du die Wände, Fußboden und Decken gebaut hast. So in der Art, sagen wir es mal. Aber ich wollte gerne nochmal was schauen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie war das gleich mit dem Baumenü unter Tab, ne? Genau, da haben wir momentan, ja, brauche ich eigentlich Schrott. Ich brauche jede Menge Schrott. Ich muss ein bisschen was erforschen an den, beziehungsweise Kabel. So, wir fangen mal hier an. Ich nehme mir mal die Kiste. Ja, müssen wir ein bisschen sammeln. Wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, dass ich gut dabei bin, aber ihr seht, das geht ganz mal schnell mit der Forschung. Und dann ist es dann auch schon weg, ne? So ist es halt. So. Ja, Platten. Brauchen wir bestimmt auch wieder ein paar. Ich nehme die mal mit. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Da sind noch ein paar Platten. So. Ein bisschen Sauerstoff kann die schaden. Schrott ist immer gut. Und für Schrott haben wir eigentlich die großen Sachen hier, ne? Und da werden wir uns auch gleich mal da betätigen. Aufpassen, dass wir nicht anecken. Ja, dann machen wir das mal, denn hier kriegt man schneller das Zeug, als wenn wir das so vielleicht einzeln sammeln. Ob die Sachen wieder nachspuren hier oder ob die abgezählt sind, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal, der ganze Orbit ist hier voll und wir werden da richtig viel Zeug rausholen. Genau. Ja, auf Sauerstoff und Nahrung müssen wir achten. Und natürlich ab und zu mal ein bisschen auf die Gesundheit, ne? Das sind Teile, die können wir nicht begehen. Das sind einfach nur Schrottteile. Ja, das ist dann einfach so, ne? Die zerlegt man einfach. Und da kriegt man die schönen Kabel raus, die wir brauchen. Da kriegt man Schrott raus. Ab und zu mal ein bisschen Plastik. Metallplatten eher weniger. Und manchmal vielleicht auch etwas Gummi, aber das hatte ich auch bis jetzt selten. Ja. Und ich sehe gerade rechts unten ist ein Totenkopf. Dann wird es wohl gerade wieder angezeigt, unsere Überreste, oder? Nee. Keine Ahnung, wo der Totenkopf sein soll. Okay, dann vielleicht doch nicht. Ja, für die Sachen braucht man Bohrer. Das ist hier, ich weiß es nicht genau, aber das könnte Aluminium sein. Oder irgendwas in der Richtung. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was das Rote ist, denn für das eine braucht man das Rote. Werden wir wahrscheinlich dann in den roten Überresten finden und ja, ich gehe mal hier runter, ich nehme den noch mit, dann haben wir nämlich schon wieder eine ganze Menge zum Zerlegen und eine ganze Menge zum Forschen. Da haben wir schon wieder 13 Kabel. Ja, Schrott kommt immer gut rum, das ist überhaupt kein Problem. Den Kabeln aber hier hinterher zu jagen ist, glaube ich, ein bisschen, ja, zeitaufwendig. Ansonsten habe ich vielleicht so eine gute Stunde jetzt verbracht, die Kisten voll zu machen, das, was wir gesehen haben. Geht, sage ich mal. Es war gemütlich. Also vielleicht war es nicht mal eine Stunde, vielleicht war es sogar bloß eine halbe oder dreiviertel, 40 Minuten, keine Ahnung. Ich habe es nicht genau gezählt, aber so Pi mal Daumen. Ja. Mit ein bisschen umschauen und auch den Test machen, fand ich eine lustige Sache. Warum denn mal nicht? So. Ja, dann werden wir gemütlich das ausbauen. Ich bin gespannt, was wir mit dem Raumschiff machen können. Und dadurch, dass ich jetzt ein bisschen vorproduziere, weiß ich noch nicht, wie das bei euch angekommen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht nicht schlecht. Es ist, auf alle Fälle macht es Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht wirklich Spaß.
Es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, man hat jetzt irgendwelchen Druck, ich brauche jetzt 500 Teile von dem oder so. Man braucht ein bisschen was, aber man muss es ja auch nicht gleich übertreiben. Ne? Und für so ein Let's Play ist das immer eine andere Geschichte, als wenn man das jetzt privat spielt, sage ich mal. Na, das muss man sich auch bewusst sein. Und da haben wir zum Beispiel auch so einen grünen und so einen rosa oder rotfarbenen. Asteroiden hier. Da ist auch wieder ein roter. Und wie gesagt, dafür braucht man einen Bohrer. Den müssen wir uns machen. Warte mal, ich will mal hier hin. Was bist denn du? Ja, und natürlich kann ich auch Kabel selber machen aus den Schrottteilen. Ne? Das ist natürlich auch eine feine Sache. Wie das dann funktioniert, ist einfach mit Tab. Und dann geht man hier drauf und dann kann man hier zum Beispiel auch die Kabel selber machen. Dafür brauchen wir wieder Gummi, das ist auch nicht schlecht. Und ich würde nochmal schauen, was wir hier brauchten. Wir brauchten hier Kabel jede Menge, ne? Ich würde mal sagen, wir brauchen ungefähr noch 40 Kabel. Vielleicht können wir die mal herstellen. Gummi brauchen wir dafür, da haben wir bloß 30, das ist nicht so prickelnd. So, okay. Mal ganz kurz geschaut. Wir nehmen mal ein bisschen Sauerstoff. Und wir essen was. So, wunderbar. Und dann können wir hier unter dem uns noch ein paar Kabel machen. Ja, und dann geht's los. Gedrückt halten geht nicht, aber so geht's auf jeden Fall. Da haben wir 44 Kabel, 45 Kabel. Da schauen wir mal, was hier jetzt geht. Da haben wir den Bohrer. Reicht es noch für den... Reicht es nicht? Behält es wenigstens? Ja, behält es wenigstens. Okay. Gut, dann müssen wir auf alle Fälle... Den Bohrer können wir schon machen. Das ist ja eine feine Sache. Das ist ja eine ganz feine Sache. Na, bevor der weg ist, machen wir den einmal. Und tun den sicherstellen, würde ich sagen. Warum nicht? So. Genau. Okay, das tue ich mal rüber. Und ja, okay, dann heißt es wieder Kabel und Gummi. So, wunderbar. Wie liegt man in der Zeit? Liegt man super. Da haben wir noch Luft auf jeden Fall. Ja, ist halt mit Sammeln verbunden, das machen wir auch. Ich werde immer nach jeder Folge so eine Stunde dann ungefähr einsammeln, eine halbe bis eine Stunde, dass wir wieder Ressourcen haben. Aber ihr seht auch, das hat jetzt, ne gut, wir haben es jetzt ein bisschen mit der Forschung vielleicht übertrieben. Aber, was wir haben, haben wir, ne? So ist es einfach. So, die Kisten sind auch immer eine nette Geschichte. Da war jetzt ein Energy Drink drin, hier ist ein elektronisches Teil. Brauche ich zwar gerade nicht, aber wenn ich schon dabei bin. Ups. Da war es weg. Egal, ich sehe gerade was. Wir haben hier ein Teil. Ist das eine Kiste drauf? Das würde mich ja mal interessieren. Nee, sieht bloß aus, hä? Nee, das ist nichts. Aber wir zerlegen das mal. Mal sehen, was es gibt. Ja, und ihr seht schon, die Pickaxe, die geht ziemlich schnell runter, wenn wir hier so ein bisschen Zeug machen, ne? So, haben wir auf jeden Fall. Ja. Hier haben wir wieder Schrott wahrscheinlich drin. Ja, da werden wir uns gleich eine neue machen müssen. Ja, Kabel kommt nicht so viel rum, aber können wir auch mit dem Schrott dann machen. Gut, dann werde ich mich mal konzentrieren, das so einzusammeln. Ist vielleicht die bessere Alternative, sofern ich es sehe. Da ist eins. Das ist auch Kabel. Ja, müssen wir ein bisschen rumfliegen, ne? Thank you.
Okay. Sehr gut. Wo ist eigentlich unsere Basis? Da hinten. Manchmal habe ich so den Eindruck, es gibt da so Sektoren. Entweder spawnt das da ein bisschen anders. Oder wir waren hier wirklich noch nicht und haben hier noch nichts abgegrast. Aber es kann natürlich auch sein, dass das täuscht. Okay. So, vielleicht kriegt man das noch gebacken, bevor das hier kaputt geht. Na, das wird eine knappe Geschichte. Weil wenn es nämlich kaputt ist, ist es weg. So, okay. Wo ist es? Da. Fliegen wir erstmal zurück. So, wunderbar. Einmal alles abgeben hier. Schöne Sache. Okay, gut. Die kann ich mal zurücktun. Die heben wir uns auf. Und ich würde heute mal noch jetzt versuchen, dass wir uns mal so ein paar Erze hier holen. Wir probieren das einfach mal aus. Keine Ahnung. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen weit drin. Dauert ein bisschen, aber ist ganz okay gemacht, die Animation. Wir bekommen nichts zwischendurch. Nee, dann wird es wahrscheinlich am Ende sein, ne? Ja, dauert ein bisschen. Einfach zurücklehnen im Weltraum und entspannen. Was essen, was trinken. So soll das sein. Ja, ich bin gespannt, was wir rausbekommen. Aber auf alle Fälle kann ich jetzt schon sagen, ich wäre auf alle Fälle für die nächste Folge die Kisten noch ein bisschen voller machen. Gut, wir haben jetzt keine Forschungs mehr Daten, die wir so jetzt gravierend raushauen müssen. Aber wir brauchen auch wieder Bolzen für die nächste Forschung. Recycling. Wir haben bekommen zwei. Was ist das? Praniumerz. Okay. Ja, die Einblendung war jetzt ein bisschen kurz, was da oben stand, aber okay. Okay. Okay, also das, was wir hier geplündert haben, ist nicht vom guten Wert oder Zustand, mit etwas minderwertig. Und mit dem Recycler könnte man es vielleicht in etwas Brauchbares umwandeln. Okay. Nicht schlecht. So. Das ist Plastik, das brauche ich nicht. Gibt es hier ein größeres Wrack? Sehen wir hier was? Nee, ne? Momentan ist nichts zu sehen. Da müssen wir mal gucken, wo das dann auftaucht. Oder die auftauchen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. So, wir haben hier jetzt das Büchel irgendwo. Das würde ich dann ganz gerne nochmal nehmen. Und ich würde nochmal schauen, ob wir hier noch was bauen können. Da brauche ich jetzt noch ein bisschen Platten und Schrott. Dann können wir das hier zumindest vielleicht schon mal zu Ende machen. Und vielleicht noch eins nach hinten gehen. Keine Ahnung, wie groß es wird. So, das soll es erstmal sein. Davon jetzt müssen wir mal schauen. Kabel haben wir hier.
So, Plastik brauchen wir erstmal keins einsammeln. So, dann haben wir das auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Können wir den schon bauen? Halt, warte, das war unter Tab. Unter Tab den Gravitations-Eboside. Was ist ein Eboside? Metallteile. Uhu, aha. Uhu. Prozessor, elektrische Teile. Prozessoren. Plastikteile, okay. Ja, gut. Was haben wir denn noch hier? Bolzen, hier haben wir eine Lampe. Ah, hier sind die ganzen Maschinen, die wir brauchen, ne? Da muss ich also Bolzen herstellen. Bolzen stelle ich her mit. Nicht hier. Hier. Dafür brauchen wir Metall. Na dann. Gucken wir mal, was wir da so Schönes an Metall haben. Nicht viel. Okay. Warte mal, das Buch tue ich mal beim Essen rüber. Ich glaube, das ist besser. Da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. So, Metall. Hier kommt gerade welches angeflogen. Und ich würde trotzdem noch mal schauen, was wir mit den anderen Sachen machen können. Das dauert natürlich ein bisschen, ne? Ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Nee, das lassen wir mal. Das ist mir zu langwierig. Das mache ich offscreen. Da müssen wir uns da nicht so quälen, vielleicht. So, was würde ich aber jetzt noch machen? Ich brauche noch eine Pickaxe, brauche ich. Die würde ich natürlich bauen. So, das tue ich mal hier rüber. Und das Werkzeug tue ich noch hier mit hin, genau. Okay. Gut, schauen wir mal. Wo haben wir hier ein bisschen Schrott? Hier drüben. Sehr gut. Na, da bekommen wir hier Schrott rein. Schrott brauchen wir wieder für die Bolzen. Jede Menge. Und da wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge, wie gesagt, dafür vorbereiten. Jede Menge Ressourcen. Also Plastik brauchen wir keins. Wir brauchen Kabel, Schrott. Und ja, dann können wir den Rest machen. Auf alle Fälle brauchen wir viel Schrott. Das heißt, ich werde hier das ganze, den ganzen Orbit auseinandernehmen. Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich habe hier wirklich, auch wenn man ein bisschen sammeln muss, aber es gibt hier doch ein paar Gefahren. Man muss aufpassen mit der Geschwindigkeit. Man sollte da nicht allzu sehr anecken. Das ist schon sehr gut gemacht. Na, grafisch ist es auch okay, vielleicht ein bisschen dunkel, aber wir haben ja auch so einen Tag-Nacht-Rhythmus drin. Das kriegt man vielleicht nicht so mit im Orbit, aber man sieht es an der Planetenoberfläche, wenn die beleuchtet wird, dann sind wir im Tagmodus oder nähern uns im Tagmodus, wie auch immer. Das sieht man ja dann an der Oberfläche, ob es nur halb beleuchtet ist oder ganz. Und dann haben wir natürlich auch mal das Leuchten in der Entfernung. Okay, da muss ich mal wieder was zu essen mir suchen. Das nehmen wir noch mit hier. Weil man in solchen Kisten ist auch immer was drin. Manchmal Sauerstoff, manchmal Essen, manchmal dies, manchmal das. Was war drin? Zwei Essen, so wie wir es gebrauchen. Sehr gut. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz das hier unordnen. So. Irgendwie so, keine Ahnung. So machen wir das mal. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Ja, ich werde auf alle Fälle noch zwei Kisten machen. Und dann werde ich die mal voll laden. Und dann sehen wir weiter. Also, voll laden in Form von, ich versuche das mal. 4 Stunden später. Das hier schön ist. Ist was zu essen. Cookies. Da ist Fleisch. Ups. Ich hoffe, ihr kriegt hier keinen Drehwurm. Also mich stört das nicht, aber gibt da vielleicht den einen oder anderen, der da ein bisschen empfindlich ist. Ja, kann man nichts dafür. Ist halt so. Ne? Ist wie mit manchen Krankheiten. Kannst du auch nichts dafür. Die kriegt man einfach, ob man es verdient hat oder nicht. Es ist halt so. Ja, ich sammle mal ein bisschen was ein. Wir brauchen ein bisschen Gummi. Gummi ist immer gut. Was ist das hier? Plastik. Okay.
Das ist eine Platte, die kann man auch gebrauchen vielleicht. Brauchen wir vielleicht später noch für die Wände. Die kann ich ja momentan noch nicht bauen. Weiß ich noch nicht, ob man da noch was freischalten müssen. Ob ich was übersehen habe oder was auch immer. Ich würde auf alle Fälle hier nochmal ein bisschen rumhämmern. Okay, wir haben heute einen Asteroiden abgebaut. Das dauert. Aber wir haben zumindest Branium schon mal 2 Stück. Werden wir sicherlich später brauchen für diverse Sachen. Es gibt ja noch andere Rohstoffe. Rote und weiße, blaue, was auch immer. Wir brauchen jede Menge Schrott. So, wartet mal, ich nehme mal hier die Cookies raus. Und ja, so ist es halt. Ich brauche den Werktisch unbedingt, das heißt, ich brauche Bolzen dafür. So, was haben wir noch? Da drüben ist noch was. Was ist denn das hier? Eine Halterung? Von irgendwas? Ja, 1 oder 2 Schrott gab es. Na gut. Das sind kleine Teile, die bringen halt nicht viel, ne? Aber es macht Spaß. Die Musik ist in Ordnung. Nicht so aufdringlich. Passend zum Spiel. Und ihr seht, man hat zu tun. Man muss hier ein bisschen immer sammeln. Ich glaube, ich habe sogar Kabel hier. Sehr schön. Sehr schön. So, wo sind wir denn? Ja, ich mache mal die Rückreise. Ich versuche nochmal vielleicht ein paar Bolzen zu machen, dass man vielleicht noch irgendwas in der Richtung erforschen können. Aber ihr seht, hier ist noch jede Menge zu haben. Ich habe ja bei uns auch schon ein paar Teile abgebaut. Wow. Ich nehme das nochmal mit hier. So. Ich mag Weltraumspiele. Es ist einfach voll mein Metier, da es einfach eine interessante Technologie ist. Auch in der Realität, wie manches so funktioniert, wie man manches lösen kann. Ist teilweise sehr spannend gemacht. Das einzige Problem ist, wir haben halt nicht solche Antriebe wie in den Science-Fiction-Filmen. Da, ja, da sind wir noch zu Fuß unterwegs, während die anderen mit der Concorde sich fortbewegen, um das mal so im Vergleich zu sehen. Von den Geschwindigkeiten. Okay. Da ist unsere Basis. Ja, und dann würde ich sagen, wir versuchen noch mal was zu bauen. So, das Fundament haben wir geschaffen. Doch schon mal schön. So, gehen wir mal in den Tab. Da haben wir, wie gesagt, jetzt den hier. Da können wir die Metallteile, das kann ich noch nicht machen, ne? Da fehlt mir das noch mit die Bolzen. Genau. Und da müssen wir jetzt noch mal schauen hier bei der Forschung. Genau. Und hier müssten jetzt auch dann die Sachen dafür kommen. Okay. Das heißt, wir müssen als erstes mal, ich muss jetzt mal ein paar Bolzen herstellen. So war's. Halt. Das nehme ich auf. Das nehme ich auf. Bolzen. Das wäre hier. Haben wir denn? Nee, haben wir nicht. Warte mal, ich muss das mal abwerfen. Das. Ja, das reicht das mal. Hm, haben wir wieder Plastik eingesammelt ohne Ende? Hm. Okay, ich nehme das mal hier mit rüber. Gut, dann Bolzen. Achso. Ja, müssten so um die 60, 70 Bolzen werden. Ach, da vorne macht das voll. Okay. Wieso tut er... Verstehe ich nicht, warum er es dann unterbricht, weil hier frei wird. Das ist irgendwie ein bisschen... Hm. Gut, da haben wir genau 70 Bolzen. Ist doch eine schöne Sache. So...
Ja, genau. So, dann können wir jetzt mal noch mal hier ein bisschen forschen, ein bisschen was reintun. Den Energiegenerator haben wir, den Sauerstoffgenerator, den Reparaturtisch. Das ist sehr gut. Die Müllfalle. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt noch 20. Das reicht noch für den Recycler. Jawohl. Dann haben wir noch die Batterie. Die Kabelverlängerung. Die Orangerie, das Solarpanel. Ja, also da müssen wir auf alle Fälle noch was in der Richtung tun. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir können es uns aber gerne nochmal anschauen, was wir jetzt hier machen können. Den Gravity Hook. Ich denke mal, dafür brauche ich die Werkbank, um die Metallteile herzustellen. Und Ebusit, weiß ich nicht, das müssten die orangefarbenen sein. Muss ich auch ein bisschen was holen. Also ich wäre ein paar Meteoriten und so. Oder Asteroiden wäre ich hier ein bisschen... Ja, und hier haben wir jetzt den Energiegenerator, da brauchen wir Bolzen, elektrische Teile, Metall, das geht. Den Sauerstoffgenerator, das geht auch. Den Reparaturtisch. Gummi, Metall und Eisen, das sieht wieder nach Ofen aus. Die Müllfalle, was macht die denn? Da brauchen wir Ebusit, Bolzen und Metallteile. also sammelt wirklich, es zieht die... Die vorbeifliegenden Schrottteile an. Nicht schlecht. Der Recycler. Oh, der tut, naja, Müll oder Schrott in Komponenten umwandeln, die für uns nützlich sind zum Bauen. Also sprich, keine Ahnung, hier zum Beispiel so eine alte Pike würde ja in Teile wieder umwandeln. Vielleicht, so ist das gemeint. So, ich würde mal Sauerstoff zu mir nehmen. Und dann erstmal noch eine Kleinigkeit. Und dann sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Und ich würde mal sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das gefällt. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir haben die Plattform erweitert. Wir haben jede Menge geforscht heute. Na? Wir haben zwei Dinge ausgeforscht. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Dafür brauchen wir jetzt nochmal Metallschrott, dass wir das in Bolz machen können. Ich denke mal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Das heißt, mindestens 200 Bolzen, würde ich mal Pi mal Daumen sagen. Mindestens 200 Bolzen, das heißt also 400 Schrott. Na, da habe ich was vor. Da habe ich was vor. 7 Stapel Schrott. Okay. Also, dann bis zur nächsten Folge und macht's gut. Ciao, ciao und danke fürs Zuschauen. Bis dahin.